Komme back, Prinz von Bel Air läuft wieder im Free TV. Die Prinz von Bel Air Fans dürfen sich freuen, sie können schon bald ihre Lieblingsserie wieder regelmäßig im TV verfolgen. Die beliebte Nina Tees Show, mit der Will Smith 49, der Durchbruch gelang, wurde bereits vor über 20 Jahren abgedreht. Letztes Jahr kam der Cast der Serie für ein gemeinsames Erinnerungsspick zusammen, das sicherlich alle Zuschauer rührte. Für diejenigen, die gerne weiter in Erinnerungen schwelgen wollen, gibt es nun gute Nachrichten. Die kultige Serie läuft ab nächsten Monat wieder im Free TV. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, wird das Erfolgsformat ab dem 15. Juni täglich um 17.50 Uhr auf RTL Nitro in Doppelfolgen laufen. In der Prinz von Bel Air spielt sich selbst als Teenager erzieht aus einfachen Verhältnissen zu seinen reichen Verwandten nach Los Angeles, in das Nobelviertel Bel Air. Dort soll er auf Wunsch seiner Mutter vom wohlhabenden Teil der Familie zu einem angesehenen Mitglied der Gesellschaft erzogen werden. Doch das passt so gar nicht zu dem albernen Basketballspieler, da sind witzige Situationen schon vorprogrammiert. Anders als seine Fans wird sich selbst die schon nicht mehr ansehen. Vergangenes Jahr erzählte der Schauspieler, dass er sich keine einzige Folge mehr anschauen könne. Er schäme sich zu sehr für seine Schauspielerleistung, die vielen Anfängerfehler, die er bei seiner ersten Rolle machte, sind ihm heute peinlich. Werdet ihr dem Man in Black Star nächsten Monat im TV zusehen? Stimmt ab!